Ja, hier ist er wieder, euer Burgelkatt. Ich will mich mal intensiv mit dem Rheinmetall-Skorpion G beschäftigen. Ich bin der Meinung, er ist einer der besten Tier-8er Premium, sprich Goldpanzer, die in der letzten Zeit ins Spiel gekommen sind. Und ich sage mal, dieses Fahrzeug ist Bombe. Mit seiner 12,8 cm Kanone haut er richtig rein, voll drehbarer Turm. Und flink ist der Hund auch noch mit 60 km/h. Und was ich sehr ungern immer mache, ist lange Videos. Aber für diesen Freund hier werde ich mich mal überwinden und zwei Gefechte euch zeigen mit einer Turbo-Auswertung dann nach dem Gefecht nur. Und ich vergleiche ihn jetzt auch gleich noch mal im Panzervergleich. Also, es wird ein längeres Video. Ich selber gucke mir meistens Videos, die 30 bis 40 Minuten gehen, nicht an. Aber für dieses Fahrzeug springe ich über meinen Schatten und stecke mal richtig Arbeit rein und möchte euch zeigen, was dieses Fahrzeug kann und dass er durchaus, wenn es mal wieder eine Möglichkeit gibt, sich den zu holen, eher eine Kaufoption ist. Nicht, weil Wargaming Geld verdienen soll, nein, weil dieses Fahrzeug einfach nur geil ist und wirklich was auf dem Gefechtsfeld reißen kann. Gut. Vergleichen wir mal. Ich habe da was vorbereitet, wird jetzt ein Fernsehkoch sagen. So, vergleichen wir mal. Die Feuerkraft wird hier mit 435 angegeben. Damit steckt er den Jagdband da 2 in die Tasche. Den Rheinmetall-Borsig steckt er in die Tasche und fast gleich auf mit dem Jagdtiger. Der hat nämlich 437 statt 35. Also mit 8er und 9er Tankdestroyer der Deutschen hält er mit. Das einzigste beim Waffenträger auf Panzer 4, der hat 555 bei der Feuerkraft allgemein eingeschätzt. Da ist der 9er besser. Gut, es ist ein 9er und das beim Scorpion G ist natürlich ein Premium-Fahrzeug, wo man eigentlich sagt, die sind schlechter, kriegen dafür aber mehr Credits, mehr Besatzungserfahrung oder überhaupt Erfahrung und die Reparatur- und die Munitionskosten wären geringer. Aber beim allgemeinen Beurteilen der Feuerkraft hält er eigentlich fast mit den meisten 8ern und 9ern Tankdestroyer der Deutschen, also mega. Und das für ein Premium-Fahrzeug. Außer beim WT auf Panzer 4. Der ist da doch ein bisschen stärker noch. So, Standardschaden 368 bis 613 im Durchschnitt. Damit liegt er doppelt so hoch wie der Jagdpanther 2. Er hat den gleichen Wert wie der Rheinmetall-Borsig-Waffenträger oder der Jagdtiger. Also wo ist er da unbedingt schlechter? Gut, beim Waffenträger auf Panzer 4, der ist wesentlich besser, muss ich so zugeben. Aber dafür hat der Skorpion noch andere Stärken. Da kommen wir noch zu. Und beim Standard-Durchschlagskraft im Millimeter gerechnet, hat er wirklich, wo ich sagen muss, nicht unbedingt eine Schwäche. Die 12,8 cm Kanone, die kann wirklich in den Gefechten, auch in Tier-10er-Gefechten, kann die absolut mithalten. Also super Kanone auf ein super Fahrzeug mit einem voll drehbaren Turm, das 60 Klamotten schnell ist. Aber kommen wir noch zu anderen Punkten, die vielleicht dem einen oder anderen wichtig sind. Die Feuergeschwindigkeit, da ist er etwas langsamer, ich sage mal eine gute halbe Sekunde gegenüber den WT auf Panzer 4, den Rheinmetall und den Jagdtiger. Kann ich mitleben, eine halbe Sekunde. Jagdpanther 2 schießt aber doppelt so schnell wie der Skorpion, macht aber auch nur halb so viel Schaden. Und bei weniger Durchschlagskraft vom Jagdpanther 2 prallt vielleicht mal eher was ab oder geht nicht durch. Wo beim Skorpion, der vielleicht jeden Treffer versenkt dank des guten Durchschlags, da kommt am Ende mehr bei raus an Schaden. Also von daher, ich sehe keinen Nachteil beim Scorpion. Also das Ding ist einfach gut. Sag ich so. So, Zielerfassung. Und jetzt kommt's. Da hält er nicht nur mit, da ist er gleich auf oder sogar besser wie andere Fahrzeuge. Und zwar mit 2,01. Da muss ich echt sagen, WT auf Panzer 4 hat es auch. Ja, aber den Rest steckt er in die Tasche.
Erst gleich auf mit Achtern und Neunern oder besser. Streuung auf 100 Meter. Der hat weniger Streuung als die Achter und Neuner Tank Destroyer, die ich hier ausgewählt habe. Schaden je Minute. Da steckt er ein bisschen zurück, muss ich wirklich sagen. Da hat er 2410 Schadenspunkte die Minute im Durchschnitt. Der Jagdpanther 2 hat da 2503. Also, ich sage mal, 93 Schadenspunkte macht der Jagdpanther 2 mehr die Minute im Durchschnitt. Aber wenn er mal nicht durchkommt oder einen Abpraller hat, hat er nicht mehr, der Jagdpanther 2. Dann überholt der Scorpion ihn mit seiner 12-8er Kanone, die den Gegner, wo der Jagdpanther 2 dran abprallen könnte. Dann macht er den Schaden. Also das ist ein rein rechnerischer Wert, dass der Jagdpanther wirklich dem Scorpion das Wasser reichen könnte. Sehe ich so nicht. Das Einzige ist der Rheinmetall Borsig, die 2666 Schadenspunkte. Wenn der seine 12-8er drauf hat, sehe ich genauso. Da unterliegt der Scorpion beim Jagdtiger mit 2813 Schaden die Minute. Ja, da unterliegt der Scorpion. Und der Veti auf Panzer 4 mit seinen 3021, ja, ist da auch besser beim Schaden pro Minute. Womit gleicht man es aus? Indem man einfach die Geschwindigkeit des Fahrzeuges ausspielt, wesentlich besser mal eine Wechselstellung beziehen kann als diese vier Kameraden und dadurch einfach mal eine Minute länger im Gefecht ist. Dann kriegt man mehr Granaten raus und das, was die pro Minute schaffen, das holt man am Ende des Gefechtes raus. Also von daher, also ich sehe, für ein Premium-Fahrzeug hat er da einen Nachteil. Ja, irgendwo muss er auch ein klein wenig schlechter sein als die regulären Fahrzeuge. Aber ich kann damit leben. Ich muss sagen, verdammt geile Karre. Ich glaube, ich sage viel zu oft gut und geil und mega und mag ich. Aber ihr merkt, dieses Fahrzeug hat es mich ja gefangen. Oder das ist einfach nur, hat mich berührt und ja, ich finde ihn richtig mega gut. Panzerung. Ja, 30 mm frontal beim Scorpion, ein Witz. Der Rheinmetall Borsig Waffenträger 20, auch ein Witz. Viti auf Panzer 4, wer ihn kennt und hat, der weiß, die 80 mm Panzerung sind auch ein Witz. Da schießt einer, ja, da schießt jeder einem durch. Oder 100 mm beim Jagdpanther 2, aufgrund der Schräge frontal kann schon mal was abprallen, aber der Megaschutz mit 100 mm ist es auch nicht. Der einzige, wo ich sage, das ist ein Panzerungsmonster, so gesehen, ist der Jagdtiger mit 250 mm frontal. Aber der ist so groß und schwerfällig, wenn er mal offen ist, dann wird er bearbeitet und dann ist er fällig. Ich habe jetzt hier den Ferdinand nicht reingenommen, den hatte ich im ersten Moment vergessen, aber auch dieses Fahrzeug, super Panzerung frontal, auch eine 12-8er durchaus mal drin, je nachdem, ob ihr die Endkanone habt. Und wirklich langsam schwerfällig und deswegen hatte ich ihn gar nicht reingenommen, weil von der Geschwindigkeit und so fand ich beim Ferdinand, ja, der ist nicht schlecht, der Ferdinand, aber irgendwo dachte ich mir, bleib mal bei vier Fahrzeugen zum Vergleichen, sonst wird das viel zu lange. Ich merke schon, ich laber hier viel zu viel, ich muss mich mal beeilen, damit ihr noch zwei Gefechte sehen könnt. Sonst wird das Video viel zu lang. Bei der Beweglichkeit, da liegt er vorne bei diesen Aspiranten mit 653 Punkten gesamt gesehen gegenüber maximalen 599 beim Jagdpanther 2. Der Ferdinand wäre auch hier weit unterlegen, wenn ich den jetzt ins Gespräch gebracht habe, muss ich mich da ja auch so ein bisschen mit beschäftigen. Und die Höchstgeschwindigkeit vom Scorpion 60 km/h. Damit rast ihr den Feind davon, damit rast ihr dem Feind hinterher, wenn er versucht, sich zu verpieseln. Auto-Aim rein, sprich, Wargaming nennt es Ziel aufschalten. Das ist auch erlaubt, das reguläre von Wargaming Ziel aufschalten. Ihr schaltet das Ziel auf, rast mit 60 km/h hinterher. Der Gegner versucht, zickzack zu fahren. Ihr dreht die Wanne, ihr dreht den Turm und könnt ihm vielleicht doch noch mal ein paar hinten reinhauen, wenn ihr so langsam dank eurer Geschwindigkeit dichter rangekommen seid.
Das kann der Vitia auf Panzer 4 nicht mit 38 km/h oder der Rheinmetall Borsig mit 35 km/h, der Jagdtiger mit 38 km/h. Nein, die sind recht langsam. Also, das ist ein anderes Spielen. Der Jagdpanther 2 hat 55 km/h. Der könnte dem Gegner verfolgen, aber er muss immer seine komplette Wanne drehen, wenn der Gegner zickzack fährt. Und dann immer passend zu schießen, ist so eine Sache. Also ich habe lieber den Scorpion und dann muss ich sagen, 60 km/h, das ist eine Masse. Das ist eine Rennmaschine. Und bei der Tarnung des unbewegten Fahrzeuges ist nur der Rheinmetall Borsig Waffenträger extrem gut, finde ich. Der ist auch plattgehauen wie eine Flunder, nur auf Tarnung ausgelegt, aber dafür absolut langsam. Ansonsten mit einem Jagdpanther 2 und einem Jagdtiger hält er nicht nur mit, der Scorpion, er ist sogar besser. Vitia auf Panzer 4, der Tier 9er Tank Destroyer, hat auch noch bessere Tarnwerte, muss ich aber mit leben können, weil es ist ein 9er und kein Premium-Panzer, der eigentlich schlechter sein soll. Also, für mich ist es ausreichend beim Scorpion. Der Turm ist genauso wie beim VT auf Panzer 4 voll drehbar. Das Scherenfernrohr, das Tarnnetz bleibt aktiv, wenn die Wanne stehen bleibt und ihr den Turm dreht. So sehe ich auch Vorteile gegenüber Tank-Destroyern, die keinen beweglichen Turm haben. Von daher, dieses Fahrzeug hat was. Tarnung bei bewegenden Fahrzeugen ist ja klar, die ist kacke, da gehe ich nicht näher drauf ein. Und bei den Sichtweiten liegt es absolut im Bereich von normalen Tank-Destroyern, also keine besonderen Vor- oder Nachteile. Also da muss ich sagen, ist so. Funkreichweite, gut, da liegt er nochmal ganz weit vorne mit 730 Metern. Wo andere Fahrzeuge wie der Jagdpanther 2 323 Meter haben oder der Jagdtiger. Und der Jagdtiger ist ein Tier 9er. Aber mit 730 Metern ist auch der Scorpion bei der Funkreichweite sehr gut aufgestellt. Ich sehe nur einen wirklichen Schwachpunkt gegenüber anderen Fahrzeugen bei dem Schaden pro Minute. Aber dann muss man sich die Zeit nehmen, notfalls, und nichts überhasten und wirklich versuchen, lange im Gefecht zu bleiben, dann gleicht man das völlig aus. Und das mit einem Premium-Fahrzeug, wo ich sage, der macht Kohle. Der levelt eure Besatzung und der macht einen Heidenspaß. Gut, ich muss mich mal beeilen, sonst wird das hier ein ewig langes Laberababer. Ihr wollt die Gefechte sehen. Und was ich damit meine, wenn ich hier so eine Daten runterrattel und Sachen versuche, aus meiner Sicht zu sagen, das will ich euch in den Gefechten zeigen. Und ich sage mal, da werden wir gleich zu kommen. Und ich wünsche euch viel Spaß und seid nicht traurig. Damit das Video nicht zu lange wird, sind das nur kurze Turboauswertungen am Ende der zwei Gefechten. Gut, kommen wir zu den Gefechten. Ja, das ist das erste Gefecht von zweien. Und zwar ist das hier auf der Karte Karelien. Das ist ein Angriffsgefecht. Ich bin im Angreiferteam. Und hier mit dem Scorpion G sollte man als Supporter arbeiten, sprich als Unterstützer aus der zweiten Reihe, nicht unbedingt auf die Freifläche zu Anfang rasen. Und da bietet sich in diesem Modus und mit diesem Fahrzeug natürlich hier die Anhöhe, sprich der Berg an. Aufgrund dessen, dass es eine recht weite Funkreichweite hat, kann man, wenn man sich gut positioniert, sehr viel von der Karte abdecken, dem Team unterstützen. Und aus der zweiten Reihe immer auf den Gegner draufdonnern mit der 12,8 cm Kanone. Gibt es hier irgendeinen Scout, der durch die Mitte flitzen will? Nö. Gibt es scheinbar nicht. Na, dann werden wir mal die Stellung verlassen. Wir können uns auch für spätere Zeitpunkte, wenn wir hier wieder zurückkommen, nochmal ein bisschen Tarnung verschaffen, indem wir ein paar Bäume umschmeißen. Dann bieten uns die Baumkronen ein bisschen Sichtschutz. Und wenn ich nicht direkt jetzt hier mich hinstelle, dann ist mir das auch egal, ob der Gegner sieht, dass ich hier Bäume umschmeiße.
Weil der weiß ja nicht, dass ich jetzt hier gleich mich verpiesel und wenn ich dann diese Flanke aushelfen muss und hier rüberkomme, mich da mitten reinstelle in diesem kleinen Holz. Und jetzt stehe ich weit genug weg von den Büschen hier. Dank der Funkreichweite und der Aufklärung meiner Verbündeten kann ich hier einfach mal eine 534er Schelle raushauen. Und bin nicht aufgegangen, also von hier aus gesehen den Gegner auch noch blind einen hinterherhauen. Ich glaube, der ist in den Dreck gegangen. Hier werden wir blind beschossen auf Verdacht, also verziehen wir uns. Ich bin auch nicht aufgegangen, ich habe sechsten Sinn drin. Und verschieben wir uns in eine andere Feuerstellung und gucken wir mal, was unser Team so aufmacht. Der volldrehbare Turm. Wenn ich nur den Turm drehe statt die Panzerwanne, bleibt das Scherenfernrohr aktiv. Und wenn man ein Tarnnetz drauf hätte, auch das Tarnnetz. Ich habe hier kein Tarnnetz drauf, sondern Ansetzer und ich glaube Waffenrichtantrieb. Und die nächste Kelle rausgehauen. Und das sind seine Stärken. Auf Entfernung den Gegner unter Feuer nehmen. Die Granaten gehen fast immer durch, weil sie halt einen guten Durchschlag haben mit der 12-8er. Und ihr seht, ich drehe nur den Turm. Also meine Tarnwerte für ein stehendes Fahrzeug bleiben aktiv. Und ich habe dem Gegner ein paar kräftige Schellen verpasst. Und noch läuft das eigentlich hier recht gut im Gefecht. 2-1. Wir haben gleich nur noch 6 Minuten, aber es sind noch genug Fahrzeuge beim Gegner unterwegs, die Full Life haben oder sehr viel Panzerung, wo ich jetzt nicht unbedingt nach vorne rasen kann, um versuchen, die rauszunehmen. Das ist ein überhasteter Schuss auf der ISO, bevor sie mir da hinterm Felsen verschwindet. Glück kann man ja auch mal haben. Man trifft so ein Ding. Aber sollte in dem Fall nicht sein. Und ihr seht, es steht 3-3. Ich komme hier auch noch an Ziele ran. Brauche mich also hier noch gar nicht bewegen oder groß Gedanken machen. Dem Team kann ich mit so einen Schellen, die ich verteile, natürlich auch helfen oder auch mit Fahrzeugen, wenn ich die rausnehme. Der war mal blind geschossen in der Hoffnung, dass ich ihn erwische. Hat nicht geklappt. Könnte aber mal klappen. Na, versuchen wir mal auf die Kanonenblende. Ob der gewirkt hat, weiß ich jetzt nicht. Mit Glück ja, aber eigentlich schwierig. Mehr einzielen, mehr Vorhalt und der hätte sich gewundert. Aber auch das geht mir so, dass ich mal überhastet schieße. Im Eifer des Gefechts. Aber man kann seinen Fehler ja wieder gut machen. Und da versucht er sich mit 2 anzulegen. Und das war's für ihn. Also ...6-7. 4 Minuten haben wir noch gut. Und da sehen wir das nächste Ziel, wo wir rankommen. Den geben wir auch mal eine mit. Und da bahnt sich jetzt auch noch wieder was an. Da wollen wohl Fahrzeuge Druck machen. Also geben wir ihm auch eine mit von 490. Also ihr seht, mit dem Fahrzeug kann man wirklich Schaden austeilen. Es gibt natürlich Gefechte, wenn das Team sich überrollen lässt oder man zu früh in der ersten Reihe ist, weil man aufgescoutet ist. Dann wird man natürlich zusammengeschossen, erbarmungslos. So schnell kann man ab und zu auch gar nicht weglaufen. Aber in diesem Gefecht hat mein Team mir Aufklärungsergebnisse geliefert und ich konnte die Stärken des Skorpions wirklich ausspielen.
Also ihr seht, Damage, Damage, Damage. 3 Minuten noch gut zu spielen. Ich sehe, das wird so nichts. Der Gegner buddelt sich ein, wird nicht mehr rauskommen aus seinen Stellungen. Wir liegen 8 zu 10 hinten. Laut Minimap auf G9 gammelten Leopard rum. Der wird uns auch nichts aufspotten, also muss ich nach vorne, wenn ich noch Schaden machen will oder ein paar Kills holen. Und wenn die Zeit abgelaufen ist im Angriffsgefecht, im Angreiferteam hat man verloren. Also jetzt heißt es, Zähne zusammenbeißen, um sich schlagt, hoffen noch ein paar Credits einzusammeln. Gewinnen werde ich wohl nicht. Alleine kann ich die Welt auch nicht retten. Aber dem geben wir eine mit. Da kriege ich einen verpasst. Von der IS-3, glaube ich. Oder... Ich glaube, eine Suna 2244 und der Art, die hat mich auch noch beschädigt. Ich bin ein absoluter One-Shot für jeden. Was soll's? Kanone reparieren, vielleicht kriegen wir noch einen Schaden dazu von einer Granate, die ich auf den Gegner hau. Okay, das war's nicht. Pech gehabt. 2 Kills gemacht, ordentlich Damage. Und bei diesem Team muss ich sagen, entweder verlieren wir nach Zeit oder weil so eine Leute hier rumgammeln. Und daher sage ich mal, ich will es nicht künstlich in die Länge ziehen, das Video. Brechen wir hier mal ab und kommen zur Turbo-Auswertung, damit wir das zweite Gefecht auch noch zügig hinkriegen. Ja, erste Klasse, leider verloren. Aber ich habe eine Gunmark, sprich Kanonenmarkierung bekommen in diesem Gefecht. Ich habe 16 Mal geschossen, 12 Mal den Gegner getroffen und beschädigt. Gesamtschaden von 5.346 Punkten verursacht. Auf über 300 Meter Entfernung davon waren 4.625. Ich konnte 10 Gegner beschädigen, 2 habe ich vernichtet und meinem Team habe ich noch einen Schaden ermöglicht zu machen von 1.050 Punkte. Ich habe hier mit dem Premium-Account netto rausgekriegt 109.280 Credits. Das Ganze war ein einfaches Gefecht und so komme ich bei einer Niederlage immerhin auf einer stolzen Zahl von 2009 Erfahrungspunkten. Ja, das zweite Gefecht spielt in der Stadt und zwar auf der Karte Engsk. Und auch in der Stadt kann man mit ihm was werden, wenn man nicht überhastet spielt. Man muss dran denken, er hat nur 30 mm Frontpanzerung, aber er ist schnell, er ist wendig, volldrehbaren Turm. Das muss man ausspielen und benutzen und dann läuft das. Gut, 12,8er Kanone nicht vergessen. Habe ich aber schon so oft im Video gesagt, dass ich die geil finde. Und gucken wir mal, was wir hier ausrichten können. Klassische Tank-Destroyer-Position. Die lange Straße runterhalten. Gute Deckung oder Position suchen. Da wird schon was kommen. Das ist ein Klassiker. In den meisten Gefechten erscheint hier was und da fällt schon ein Baum. Dem Skorpion geben wir eine mit 509 Schadenspunkte. Gucken nach, haben fast nachgeladen. Will er nochmal gucken oder kommt jemand anders? Kommt doch jemand anders. Untere Tigerwanne, sprich Jagd-Tigerwanne. Und auch der hat dann genug. Jetzt muss man in so einem Gefechten sich nicht nur stumpf und starr auf seine Stellung konzentrieren. Wenn die in der Stadt nicht mehr hergibt, muss man sich da auch mal von trennen und gucken, wo habe ich noch eine Chance, richtig was zu machen. Und meine Chance sehe ich auf der Minimap so im Bereich D4. Da sind mindestens 2 Mann. Oder sogar 3 Mann, die da versuchen, mein Team zu flankieren und zu bedrängen in der Stadt. Und hier kommen sie eigentlich an 2 Öffnungen in den Ruinen vorbei. Der ist gekettet, dem geben wir einen im Turm. 485. Laden nach. Langsam ist er nicht. Man kann ja ausweichen mit dem Skorpion. Sehen da jemand anders, der mich noch nicht beachtet. Dem geben wir auch noch eine. 502 Schaden. Nach. Gucken mal wieder. Der hat mich auch nicht auf dem Plan hier, der Freund. Bis jetzt. Den nehmen wir raus. Laden nach.
tasten uns vor und gucken, was da geht. Und hinterher. Den haben wir rausgenommen. Also dadurch, dass ich hier in die Flanke der drei feuern konnte, habe ich zwei vernichtet und geholfen, drei Mann in die Flucht zu schlagen und mein Team zu entlasten. Hier definitiv. Also man kann auch mit diesem schlecht gepanzerten Fahrzeug was ausrichten in der Stadt. Und vor allen Dingen Credits, Erfahrung schaufeln und sich einstecken. Ja, eigenen Cap-Kreis verteidigen wäre schön, werde ich mal versuchen. Auch das geht gegen der Übermacht. Wenn man die Stärken des Fahrzeuges einsetzt, die Geschwindigkeit und die dicke Kanone, volldrehbarer Turm kommt noch hinzu. Und wenn die Sirene heult, dass wir besetzt werden, der Cap-Kreis, auch nicht verkehrt, dann dreht mein Team um und hilft mir. Da haben wir einen resettet, schnell ausweichen, bevor wir die Dresche kriegen. An einer anderen Stelle gucken, ob das geht. Dann kommen wir gerade über die Ruinenstücke drüber weg und geben dem hier mal dem Tiger ein. Zielen genau und geben ihm noch eine. Und schon haben wir hier den Cap-Kreis mitverteidigt und dafür gesorgt, dass sie nicht durchcappen konnten. Dem geben wir noch eine. Und da muss ich echt sagen, ich habe meinen Schaden für dieses Gefecht eigentlich gemacht. Das passt schon. Credits gibt. Alles andere ist hier Zugabe. Okay, keine Zugabe. Mehr Zeit beim Zielen nehmen. Und das klappt dann auch, Burgelcut. Mal gucken, ob wir es ausgleichen können mit einem neuen Treffer. Jo, mit Glück jagen wir ihm das Munitionslager hoch. Er ist mit einem Schuss geplatzt. Wir sehen, wo die feindliche Arti steht. Und mit 60 km/h sind wir eigentlich so schnell. Mich dürfte hier keiner einholen. Das ist meine Arti. Die will ich jetzt nochmal ausschalten. Und das sind auch noch Vorteile des Fahrzeugs, die ich hier wirklich demonstrieren kann. 60 km/h schnell. So ein leichtes Ziel. Turm dreht sich schon, während ich fahre. Und meiner. Kommen wir zur Auswertung. Ja, meisterlich, sprich Panzers, ist dieses Gefecht geworden. Ist ein Sieg gewesen. Und kommen wir jetzt mal zu meinem Schaden. 5.141, fast so viel wie beim verlorenen Gefecht. Hier habe ich auch 12 Mal getroffen und Schaden verursacht. 10 Gegner beschädigt, 4 vernichtet, 155 Schadenspunkte ermöglicht meinem Team, 10 Eroberungspunkte gemacht und noch 35 Verteidigungspunkte bekommen. Finanziell gesehen, netto übergeblieben beim Premium-Account sind hier 118.639.000 Credits. Das Ganze war ein einfaches Gefecht und so komme ich auf 2.372 Erfahrungspunkte. Ganz interessant, dieses Gefecht habe ich gewonnen. Statt 2 Kills habe ich hier 4 Kills gemacht und schon ist es meisterlich. In dem verlorenen Gefecht davor hatte ich 5.346 Schadenspunkte, aber nur 2 Kills. Auch nicht gewonnen und schon ist das nur erste Klasse. Da seht ihr mal, bei fast gleicher Leistung entscheidend ist, ob ihr gewinnt und wie viel Kills ihr macht beim Thema Panzerass. Gut, damit ausführlich dieses Fahrzeug eigentlich mir mal zur Brust genommen und ich muss sagen, ich finde es gut. Es macht mir riesig Spaß und ich bereue es nicht, dass ich es mir geholt habe. Ich würde es immer wieder mehr holen und kann es auch nur euch empfehlen. Ja, das war's mit einem extra langen Video. Tschüss, euer Burgelcut.